Das sind Sie, die Userin. Sie sitzen an Ihrem Computer, starten Ihren Browser und gehen auf Google. Fast täglich, sagen wir mal die letzten 10 Jahre. Was weiß Google über Sie, nur weil Sie sich auf die Suche begeben? Google weiß, was Sie eingegeben haben, welche Fehler Sie gemacht haben bei der Eingabe. Auch die werden gespeichert, Tippfehler, und wie Sie es korrigiert haben. Google weiß, welches Betriebssystem Sie fahren und damit oftmals welchen Computer Sie fahren. Ob Sie Handy oder Laptop sind oder Tablet sind. Und Google weiß auch, wo Sie sind geografisch, weil über die IP-Adresse trianguliert werden kann, wo Sie geografisch sitzen. Das funktioniert nicht immer genau, aber relativ genau. Stellen Sie sich die Menge an Informationen vor, die Google über Sie über die Jahre gesammelt hat. Und dann rechnen Sie das hoch mit 1 Milliarde Usern. Das ist Big Data. Jede Spur, die Sie im Netz hinterlassen, wird gespeichert und analysiert. Facebook sammelt Ihre Freunde und vergleicht Ihre Vorlieben. Twitter durchleuchtet Ihre Informationsquellen. Und Amazon weiß über den Kindle nicht nur, wie Sie was lesen, sondern schlägt Ihnen gleich die nächste Lektüre vor. Seit die großen Internetkonzerne Ihr Leben erleichtern, analysieren Sie Ihre Daten. Der Autor Viktor Meyer-Schönberger beschreibt diese neue Dimension der Datenwelt. Heute ist das Sammeln von Daten so einfach geworden und das Speichern und das Analysieren so kostengünstig geworden, dass wir erstmals all unsere Institutionen des Verständnisses von Wirklichkeit hinterfragen können. Die Welt neu durch Daten verstehen. 1 Milliarde Facebook-User und ihre Freunde sagen mehr aus als jede statistische Erhebung. 400 Millionen tägliche Kurznachrichten auf Twitter spiegeln die Welt umfassender als jede Politanalyse. Kombiniert man die sozialen Medien mit Newsportalen und Blogs, kann man die Welt neu anzapfen. So setzte das FBI bei der Suche nach den Bombenlegern von Boston massiv auf Big Data. Warum? Weil die draufgekommen sind, als sie die Großdatenanalyse dieser Kombinationen begonnen haben, dass sie plötzlich Fälle lösen können, die sie nie zuvor gelöst haben. Kriminalfälle, Täter ermitteln können, die ihnen immer durch das Netz geschlupft sind. Und das ist wie ein Alkoholsüchtiger, der einmal von dieser Droge genommen hat, der kann nie mehr davon lassen. Einen Eindruck, wie die neue Datenanalyse funktioniert, erhält man bei Google. Vor 5 Jahren studierte Google den Verlauf der Grippe in den USA und verglich diese Informationen mit ihren Suchanfragen. Mit Algorithmen filterte die Suchmaschine die wichtigsten Suchbegriffe heraus, die vor der Grippewelle auftraten, und konnte in Echtzeit nachzeichnen, wie und wo die Grippe verläuft. Das Spannende dabei ist, dass Google zu Beginn nicht wusste, welches von den 50 Millionen unterschiedlichen Wörtern, die an Google immer gesandt worden sind, jetzt die beste Vorhersagemöglichkeit bietet. Und aus den 50 Millionen Wörtern und deren Kombination, also aus 500 Millionen Modellen, wurden 45 Begriffe isoliert, die zusammengenommen dann eine unglaubliche Vorhersagewahrscheinlichkeit haben. Daten durchforsten, um Muster zu erkennen, das ist die neue Zauberformel. Mit dem Smartphone geht es noch einen Schritt weiter, denn über seine Sensoren geben Sie an, wo Sie sind und wie Sie sich bewegen. Vor ein paar Jahren hat die Stadt Genf zusammen mit der Swisscom einen Tag lang sämtliche Anrufe ihrer Kunden verfolgt. 2 Millionen Anrufe in 24 Stunden, alle anonym. Diese Ortungsdaten sind kommerzielle Goldgruben. Amerikanische Big-Data-Firmen versprechen, über Millionen von Smartphone-Informationen der Welt in Echtzeit zuschauen zu können. Doch wollen wir das? Das größte Risiko auf den Punkt gebracht ist, dass unsere Gesellschaft der Diktatur der Daten verfällt. Dass wir also einen Datenfetischismus betreiben und den Daten mehr Inhalt, mehr Sinn geben, als ihnen eigentlich zukommt. Das Versprechen ist verlockend.
Wir erhalten durch das digitale Abbild der Welt uneingeschränkte Erkenntnis. Doch je mehr Daten gesammelt und kombiniert werden, umso mehr bestimmen sie das Leben jedes Einzelnen. Können wir damit umgehen? Mit den digitalen Werkzeugen, die wir heute haben, hat sich das Vergessen heute zur Ausnahme geworden und das Erinnern zur Norm. Aber alles, wie wir funktionieren als Menschen, ist darauf ausgerichtet, dass das, was wir tun, eigentlich vergessen wird. Das bedeutet, dass wir uns in dieser Welt des umfassenden, ständigen Gedächtnisses eigentlich nicht gut bewegen können, damit nicht gut umgehen können. Im Zeitalter von Big Data braucht es eine Ökonomie des Vergessens. Wenn alles gesammelt und ausgewertet wird, muss es auch ein Recht geben, gelöscht zu werden.